Also, Astragon hat vor wenigen Tagen bereits den Puzzle Agent in den Handel gebracht. Das ist ein Adventure von den Machern, die schon Sam und Max und Monkey Island, so Tales of Monkey Island, entwickelt haben. Das ist dem einen oder anderen vielleicht schon ein Begriff. Und der Puzzle Agent hat eine genauso abgedrehte Story wie diese anderen Adventures. So ist eine Comic-Adventure. Und es geht darum, dass in Scoggins, das liegt im Westen der USA, zumindest in diesem Spiel, eine Radiergummifabrik geschlossen hat, und das Brisante an dieser Radiergummifabrik ist, dass sie die Radiergummis fürs Weiße Haus produziert hat. Und jetzt droht also der nationale Notstand in den Vereinigten Staaten, weil dem amerikanischen Präsidenten drohen, die Radiergummis auszugehen. Also wird Nelson Tezos, ein Spezialagent des FBI, dort hingeschickt, um zu untersuchen, warum diese Radiergummifabrik geschlossen hat. Und er trifft dort also auf total durchgeknallte, total verrückte Leute, merkt sofort, dass jeder irgendwie ein Geheimnis hat, der Sheriff will ihn loswerden, dann gibt es da um einen verschwundenen Arbeiter eine Geschichte, dessen Frau dann plötzlich also mit der Schrotflinte vor dem Agenten steht und versucht, ihn in einem See zu versenken. Und es ist total abgedreht, es ist total lustig aufgemacht. Viele kennen vielleicht sicherlich den Humor der Telltale Adventures, und es ist richtig spannend aufgemacht. Man muss ganz, ganz viele Knobelaufgaben lösen. Es sind einige Aufgaben, die sind ganz normal, wie so normale Adventure-Aufgaben, wo man Objekte finden muss, entsprechend einsetzen muss. Andere Aufgaben sind so richtig Denksportaufgaben, wo man dann beispielsweise eine Route festlegen muss oder dann gegebenenfalls entsprechend auch Verschiebepuzzle oder etwas lösen muss. Und das ist eine ganz spannende, lustige Mischung eigentlich. Und gemeinsam dann mit der Comic-Grafik und der Deutschen, selbstverständlich also komplett lokalisiert. Es gibt eine englische Sprachausgabe. Die ganzen Sprechblasen, in denen die Texte eingeblendet werden, sind aber auf Deutsch, sodass man also sowohl als auf Deutsch, sage ich mal, mitlesen kann, auf der anderen Seite aber nach wie vor diesen englisch-amerikanischen Originalhumor, den Witz also mitbekommen kann und mitverstehen kann. Und das Größte, das Schöne an der ganzen Sache ist eigentlich noch, dass dieses Adventure sogar für 9,99 € draußen im Laden steht, was es also wirklich auch für Einsteiger, ja, sehr, sehr interessant macht.